Hallo, wir sitzen gerade im Café Müller. Neben mir sitzt der Stadtrat Ingo Eggert. Schönen guten Tag. Von Berufs wegen Journalist. Heute am Tag der Korruption, besser gesagt, heute wird in London über Korruption geredet. Haben wir uns doch gleich gedacht, holen wir uns einen Politiker in die Sendung und reden über ein Thema, was uns alle ein bisschen bewegt. Nicht oder, über Korruption? Nein, nicht über Korruption. Nee. Okay. Machen wir ja nicht, oder? Nee. Aber Geld habe ich schon gekriegt von dir. Ist schon vorbei. Was mir aufgefallen ist, es wird jetzt wieder über das Thema gesprochen, Parkraumkonzept. Oh. Heißes Eisen? Aber die wenigsten wissen damit, was anzufangen. Klär mich mal auf. Ja, das ist ganz einfach. Wenn du eine Stadt hast wie Plauen in dieser großen Größe, brauchst du natürlich auch Parkflächen für Gastronomie, für Hotellerie, für Besucher, die einfach als Touristen herkommen, für Menschen, die hier arbeiten, für Menschen, die in der Innenstadt wohnen. Dort musst du natürlich irgendwo Regelungen schaffen, dass die ihre Fahrzeuge abstellen können. Jeder Haushalt hat statistisch in Deutschland mittlerweile 2 Autos und das muss man natürlich in so einer Stadt hier auf jeden Fall dann ein bisschen kanalisieren, dass das funktioniert. Und jetzt ist es ja schon ein ganzes Stück her, ist glaube ich 10 Jahre her, das alte Parkraumkonzept. Ja. Und jetzt wird natürlich ein neues oder soll ein neues entstehen. Im Stadtrat wird verhandelt darüber, schon, aber ne, verhandelt nicht, sondern vorgestellt soll es werden. Ne? Ja. Jetzt ist es am 12. ausgefallen, das findet jetzt am 19. Worum geht's? Es geht darum, dass die Stadt also völlig neu strukturiert werden muss, was das Parken betrifft. Wir brauchen also in der Innenstadt ja Parkplätze, vor allen Dingen für den Handel, für die Gastronomie. Wir brauchen in den Außenbereichen auch bewirtschafteten Platz für Gewerbe etc. Ja. Und wir brauchen natürlich für die Menschen, die hier in der Innenstadt und in der erweiterten Innenstadt leben, brauchen wir Parkplätze. Und dort muss ich jetzt mal auf die neuen Infrastrukturthemen reagieren, die ja passiert sind in den letzten 10 Jahren. Es hat sich ja vieles verändert. Hat sich neue Gastronomie, neuer Handel angesiedelt. Demnächst kommt das Landratsamt. Der Campus auf dem Schlossberg wird gebaut. Also dort wird es natürlich andere Verkehrsströme geben. Und die muss man natürlich jetzt irgendwo kanalisieren. Ein herrliches Wort. Verkehrsströme in Plauen. Verkehrsströme. Ja. Ne? Das klingt herrlich. Also wir haben, wenn sich wirklich was getan hat, ist das Landratsamt. Sitzt jetzt wie ein dicker Klopper drin. Die Leute müssen auf Arbeit. Ja. Die Leute müssen hin. Und es wird was gemunkelt von 400 Leute, die reinkommen. So plus Publikumsverkehr und. Parkflächen in der Innenstadt sieht es allgemein immer ziemlich düster aus. Viele Anwohner schimpfen schon rum, dass sie sagen, es sieht eigentlich mal aus. Ich meine, gut, ich wohne selber in der Innenstadt, da sieht es eigentlich noch ganz gut aus, dort in der Ecke, wo ich wohne. Aber in anderen Ecken ist es fast nicht möglich. Es hat natürlich der Bürger berechtigtes Interesse zu fragen, bleibt für mich als Bürger, wenn ich in der Innenstadt wohne, noch Parkraum oder wird jetzt alles zugeparkt vom Landratsamt? Nein, also ich gehe mal nicht davon aus, dass alles zugeparkt wird vom Landratsamt. Die 400 Menschen kommen ja nicht mit 400 Autos. Also wir gehen davon aus, dass Leute, die bisher in Reichenbach halt wohnen, dass die dann schon auch zu zweit oder zu dritt in einem Auto fahren, weil die Kernarbeitszeiten in dem Landratsamt, das ist eine Behörde, die sind dann doch ähnlich. Es wird eine Parkpalette gebaut auf dem ehemaligen Gelände des Sachsendruck. Ja, sodass da also auch nochmal 100 Stellplätze ungefähr entstehen. Und dann muss man eben wirklich schauen, wo kann man Innenstadtbewohner und die Mitarbeiter des Landratsamtes zum Beispiel auch mal auf Parkflächen austauschen. Na, wenn ich jetzt also tagsüber jemanden habe, der in der Innenstadt lebt und wie du viel unterwegs bist, dann brauchst du im Allgemeinen deinen Parkstellplatz in der Plauener Innenstadt tagsüber nicht. Aber der Landratsamtmitarbeiter braucht den natürlich. Ja? So, und dann fährt er nachmittags um 4 wieder weg und wenn du nach Hause kommst und an deinem Büro dich abstellst mit deinem Auto, dann hast du deinen Parkplatz ja wieder. Aber das muss man mal ein bisschen ausnivellieren, ob das wirklich funktioniert. Da gibt es also im Rathaus eine Dame im Bauamt, die sich mit nichts anderem momentan augenscheinlich beschäftigt, als das alles rauszufinden, die ganzen Zahlen, die da gesammelt worden sind, zusammenzustellen. Können wir doch ganz einfach dahergehen, können sagen, ist eigentlich ein bisschen Schwachsinn. Wir haben zum Beispiel unser Behördenzentrum draußen, JWD am Stadtrand. Dort sind haufenweise Parkflächen, dort in der Nähe im Landratsamt, wäre doch alles viel einfacher gewesen, oder? Also ich glaube, das Landratsamt mit dem Standort in der Plauener Innenstadt ist eine sensationelle Entwicklung für unsere Stadt. Was kann man jetzt eigentlich dem Bürger auf den Weg geben zu dieser Entwicklung? Soll er sich dafür interessieren? Ja, bestimmt. Zwingend. Wann zum Beispiel? Am 19. Mai gibt es jetzt dieses Forum, das wird also im Rathaus stattfinden. Dort kann jeder hinkommen, der auch Interesse hat, auch bewusst jetzt mal Vereinigungen wie Haus und Grund oder wie der Mieterbund, die natürlich damit immer betroffen sind mit ihren Mitgliedern. Die sollten sich das schon sehr genau anschauen, was dort passiert und durchaus auch mal ihre fachlichen Input mit reingeben. Weil wir Stadträte machen das im Ehrenamt. Ja. Ich zum Beispiel komme aus Gauschütz, bei uns gibt es keine Parkprobleme. Also, das haben, hätte mich ja gewundert. Nein, da gibt es keine Parkprobleme. Ja. Und
natürlich habe ich von diesen innerstädtischen Gegebenheiten manchmal weniger Ahnung als jemand, der jeden Tag damit wirklich zu tun hat. Ja. So, und dann ist es wichtig, dass ich auch mal einen fachlichen Input bekomme. Und das kann man natürlich nur durch solche Leute kriegen. Wunderbar. Letzte Frage dazu. Wo würdest du parken, wenn du jetzt einen Plauen reinfährst? Als Empfehlung? Es kommt darauf an, wo ich hin will. Plauen ist ja durchaus eine große Stadt. Als Tourist, sagen wir mal jetzt. Als Tourist würde ich vermutlich mein Fahrzeug jetzt am Neustadtplatz abstellen, weil dort haben wir ja eine Regelung geschaffen vor kurzem, dass man länger als 2 Stunden parken kann, was in vielen Stadtteilen Plauens nicht möglich ist. Da kann ich ein Tagesticket ziehen und kann sogar eins ziehen als Kombi-Ticket mit der Straßenbahn. Da kann ich sogar noch von A nach B fahren und von B nach C. Also ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich in der Innenstadt was zu erledigen habe, dann ist es meistens wegen Bilder entwickeln lassen. Okay. Dann stehe ich immer im Foto-Express mit einem Auge auf die Kasse, das andere Auge auf mein Auto, weil ich meist keinen Parkplatz einfach finde. Ist einfach so. So, hier und da erwischt es mich, sind die 10 Euro weg, haben wir wieder was gesponsert. Auf der anderen Seite... Ja, das ist immer. Wir danken ganz herzlich. Danke, gibt's ja gern. Aber letzten Endes heißt ja wirklich Parkraumkonzept, dass ein Raum zur Verfügung stehen muss. Aber ich sehe eigentlich gar keine so Räume. Ja, diese Räume muss man auch trotzdem auch schaffen. Also es gibt ja für jede Gaststätte zum Beispiel eine Vorgabe, wie viele Parkflächen zu schaffen sind. Jede Handelseinrichtung braucht natürlich eine gewisse Anzahl an Parkflächen, wo eine Fluktuation drauf stattfinden kann. Mhm. Das ist in der Innenstadt manchmal schwierig. Aber trotzdem ist es eine gute Chance, das Parkraumkonzept jetzt, dass man sich dort mal neu orientiert, auch mal guckt, wo lohnt es denn, eine Bewirtschaftung wirklich zu machen, wo lohnt es, die Bewirtschaftung auch mal abzuändern. Ja. Also wir haben ja momentan einheitliche Preise in der ganzen Stadt. Ist das wirklich gerechtfertigt, dass man an der Sparkasse am Albertplatz zum Beispiel genauso viel bezahlt wie direkt am Altmarkt? Also es ist doch ein heißes Eisen, die ganze Sache. Man kann eigentlich bloß sagen, Bürger, interessiert euch? Im ganzen Vogtland, vor allen Dingen an Plauen. Ne? Gerade wenn es ums Geld geht, ist ja jeder mit dabei. Nebenbei sei noch gesagt, wir haben jetzt einen eigenen Kanal, stimmt das, Piet? Ja, ne? Wir haben einen eigenen Kanal, auf den ihr jetzt immer regelmäßig das sehen könntet, was wir berichten. Wir werden auch über die Sommerpause hinweg von der Vogtland Late Night Show den einen oder anderen Beitrag machen. Wünschen wir euch viel Spaß. Hier unten steht jetzt gerade die E-Mail-Adresse, wie ihr es erreichen könnt, oder besser gesagt unsere Webadresse, wie ihr uns erreichen könnt. Dann viel Spaß. Ingo, dir nochmal vielen Dank. Kein Problem, gerne. Zurück zur Korruption. Tschüss.